jetzt aktuelle Bilder von heute, vom 23. März 2020 aus Nürnberg. Wie traurig das in Nürnberg ausschaut. Aber man hätte nie gedacht, dass man jemals solche Bilder sehen wird. Sitzt da vom Wörthersee. Unser schöner Tiergarten. Traurige Bilder. Lehrer. Da fahren normalerweise, was weiß ich, was da für Stau schon ist um die Uhrzeit immer. Da ist ja immer Stau. War auf der Herfahrt endlich alles leer. Ja, bei mir auch. Landgrabenstraße. Nahe Besuchstraße müsste es sein. Du kriegst das gehört. Stadion. Leute, Freunde, herzlich willkommen heute Montag CEF TV mal anders. Ich sage hallo, der Dave sagt hallo. Schönen guten Abend alle miteinander. Wir sitzen natürlich im vorgeschriebenen Abstand zueinander, das langt ja gar nicht, wir hocken ja nur beide auseinander. Naja, die Bilder, die man da gerade jetzt gesehen hat, die sind schon reichlich deprimierend, wenn das ist, wie leergefegt Nürnberg tagsüber ist oder auch wie ich jetzt hergefahren bin. Die Straßen leer sind, da war ich viel zu früh dran, weil ich an und für sich damit gerechnet habe, dass da und da noch Stau ist, aber es war ja nichts, es ist einfach alles leergefegt draußen, es ist ein bisschen wie im Krieg, Leute, es sind deprimierende Bilder. Ja, wir hocken halt jetzt alle daheim, nach der Arbeit, Wochenende, war sowieso, sagen wir so, das Wetter hat ja nicht so passt, aber man sitzt zu Hause, versucht irgendwie die Zeit rumzubringen. Also Dave, ganz ehrlich, bei mir daheim war es noch nie so sauber. Ganz ehrlich, das ist es. Ja, das ist die Nebenbeschäftigung, um die Zeit irgendwie durchzuschlagen. Ich habe auch mal Waschbecken-Gewinner und noch wasche Wäsche, obwohl ich es eigentlich gar noch nicht bräuchte. Und man muss sich halt irgendwie beschäftigen, weil man sonst wirklich in Depressionen verfallen könnte. Ja, dann gehst du wieder mal am Balkon aus, schaust auf die Straßen und das ermuntert aber auch nicht gerade, weil da draußen auch nichts los ist. Wobei ich sagen muss, dass bei mir in der Südstadt noch einiges mehr los ist. Ich war halt auf dem Weg zum Arzt und in die Apotheke kurz, als wir jetzt zum Beispiel, wenn ich da Bilder von Nürnberg sehe, oder ich mir die Wochen an ein Bild von Nürnberg, ein Video geschickt. Ja, der Rainer Neugebauer hat es geschickt, ich habe es dann weitergeleitet. Das war ja wirklich verheerend, wenn du siehst. Aber ich nehme an, der hat auch früh um 5 Uhr gefilmt, der wurde, weil das war schon wirklich ganz erschreckend. Da war überhaupt niemand auf der Straße. Bei mir unten, da rennt ab und an einmal der Jogger vorbei oder irgendein alter Dackel mit seinem Dackel. Ja, also man sieht leider Gottes nur sehr wenig Leute, ist natürlich auch klar, die Läden sind alle geschlossen, bei mir in der Straße, da ist nichts mehr, der Friseur unten drunter hat mittlerweile auch zu, die Bäckerei gegenüber, weiß gar nicht, ob die noch aufhaben, was ist ein Bäckerei-Café? To go. Ja, nehme ich an, also die dürfen wahrscheinlich nur ihre Brötler verkaufen oder die belegten Brötler, was sie da haben, und dann ist aber die ganze Straße auf, bis zum Norma oben nichts, da ist eine Norma, da geht wieder ein bisschen was. Aber ansonsten ist eben leider Gottes alles total zurückgedreht. Mit gutem Recht natürlich auch. Wir haben alle unseren Ministerpräsidenten gehört und wir hören täglich die Nachrichten, egal ob es den Fernseher einschaltest oder an deinem Laptop bist oder Radio hörst. Man hört ja leider Gottes nichts anderes mehr als wie Coronavirus.
und wie wir uns alle zu verhalten haben und wer sich gerade wieder falsch verhalten hat, weil es hat ja teilweise noch Jugendliche gegeben, die am Anfang Corona-Partys gefeiert haben. Und sollten uns davon welche Zuschauer, dann möchten wir auch ganz herzlich darum bitten, sowas in Zukunft zu unterlassen. Ja, ihr schadet nur den anderen, weil dadurch die Auflagen, momentan haben wir Ausgangsbeschränkung, aber sonst kriegen wir irgendwann noch das Ausgangsverbot oder irgendwelche schlimmeren Beschränkungen. Und für mich persönlich, ganz ehrlich, ist es momentan schon wirklich schlimm genug. Das glaube ich. Überleg einmal, allein, sagen wir mal, es ist ja nicht ganz 14 auch her, wo es geheißen hat, der Club spielt nur gegen St. Pauli, wo wir gesagt haben, treffen wir sie mit ein paar, machen wir vielleicht ein kleines Public Viewing. Da war ja nur erlaubt, sich bis 1000 Mann. Da man denkt, wenn wir so 200, 300 sind, ich ist das bestimmt toll. Ja. Aber es kann ja glauben, dass, sage ich mal, 10 Tage später diese Ausgangsbeschränkung ist. Das ist ein wahnsinniges Tempo. Da haben wir uns ja damals noch geschrieben, wo wir gedacht haben, wir machen ein Public Viewing eventuell. Ja. Du warst ja schon in Verbindung mit dem einen Veranstalter und hast einen DJ organisiert gehabt. Alles schon, ja. Aber einen Tag später war das Ganze schon wieder einfach Pustekuchen. Da war nichts mehr möglich. Da sind die Verbote gekommen und eingegangen. Da haben wir ja noch gehofft, dass wir eventuell in St. Pauli noch ein Geisterspiel wenigstens machen können. Ja. Dann wurde ja der Fabian Nürnberger positiv getestet. Ja. Und dann war es vorbei. Und so kam eins ums andere, die Mannschaft in der Quarantäne, wir alle irgendwo auch in Quarantäne. Also ich fühle mich wie in Quarantäne, ich bin den ganzen Tag allein daheim und das ist wirklich eine traurige Angelegenheit. Ich war ja vorher auch schon viel allein zu Hause. Ja? Aber ich habe halt jederzeit die Möglichkeit gehabt zu sagen, jetzt geh in die Tiefgarage, hock mich mal ein Auto rein und fahr am Feizner Weihern aus, um 10 Uhr ist Training. Ne? Aber man muss ja sagen, du unterhältst die Leute gut über Facebook, das sehe ich schon. Dir schreiben viel oder du schreibst viel mit den Leuten. Also naja, das gefällt denen schon, wenn du dich da rührst. Ich versuche momentan wirklich jeden Tag in der Früh, Tag 1, Tag 2, Tag 3 der Ausgangsbeschreibung und morgen früh dann Tag 4, irgendwelche netten Bilder zu posten und eben ein paar Geschichten zu erzählen vielleicht dazu. Die Leute haben was, worauf sie reagieren können und es kommen in der Regel eigentlich nur Wünsche, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und ja, das machen wir alle sowieso. Ich persönlich sowieso, weil ich habe ja dann schon ein paar leichte Erkrankungen im Vorfeld gehabt. Ja, richtig. Und muss deswegen besonders vorsichtig sein. Aber ich werde mein Leben genauso weiterleben wie bisher. Ich habe keine Angst. Na, Angst habe ich auch nicht. Ich sage es dir ganz ehrlich, vor dem Virus habe ich keine Angst. Aber vor dem Verhalten mancher Menschen. Richtig. Das siehst du tagtäglich. Falls du einkaufen gehst oder irgendwas. Ich habe gestern Abend eine Sendung gesehen mit Anne Will. Ja. Und da hat man unter anderem, wenn du das gesehen hast, da hat die von 18 Monaten gesprochen, die es dauern kann, bis ein Impfstoff gefunden werden kann oder wird. Ja. Ja, und dass für die Zeit auch solche Beschränkungen bestehen sollen, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, jetzt 2-3 Wochen, vielleicht anschließend nochmal 2-3 Wochen. Aber dann muss irgendwo gut sein. Ja? Oh, mein Telefon klingelt. Klingelt, geh hin. CFTV-Studio, hallo, wen haben wir denn bitte in der Leitung? Was ist los, das klingelt immer noch. Ich lege mal nochmal auf. Vielleicht hast du falsch abgenommen, hä? Ja? Schauen wir mal. Ja, das ist immer das Warmlaufen mit dem Telefon. Sonst gehen wir hin vielleicht. Hallo, haben wir jemanden dran? Ist da jemand am Apparat zufällig, der mich oder uns hören könnte? Scheint nicht der Fall zu sein, klappt im Moment nicht. Leute, nicht böse sein, das kann natürlich anfangs jetzt ein paar Problemchen noch bei uns kriegen, bis wir da wieder sind. Wir haben unsere komplette Sitzordnung verändern müssen, das heißt, das Studio ist mehr oder weniger komplett umgebaut worden. Ich sitze auf der einen Seite des Tisches, habe keinerlei Zugriff auf den... Ich auf der anderen, Dave, servus. Der Gmotzen, der hockt mir gegenüber. Und wir haben einen guten Abstand von 2,5 Meter bestimmt. Und ich sehe auch leider den Fernsehbildschirm nicht, also weiß ich nicht, was da drauf vorgeht. Aber ich bin natürlich durchaus in der Lage, euch jetzt alle stundenlang irgendeine Story zu erzählen. Also ich sehe den Bildschirm und Dave, ich kann dir sagen, du siehst toll aus. Also muss man ja auch mal sagen, ne? Dein Bart, alles wieder schön. Wunderbar, also wenn ich gut aussehe, dann passt schon, weil man wartet ja immer noch auf irgendwelche Verträge, die da im Anschluss vielleicht reinkommen. Aber bislang hat sie nichts getan. Das ist so wie mit dem Lotto-Spielen. Das macht man da jede Woche wieder Hoffnung und es wird nichts draus. Also ich möchte ja nicht, also wir sind ja nicht politisch oder was, nicht? Nein. Wir sind ja nicht. Aber, Telefon. Politisch wollen wir neutral bleiben. CF-Studio, hallo. Jetzt höre ich was. Hallo, der Dave von der Gotzen, wer ist denn dran?
Ja, servus, Dave, servus, Knotzen, der Patrick, hallo. Servus, Patrick. Was für Patrick, Eberlein? Ja, freilich, wenn er sonst... Gell, haben wir doch gedacht, die Stimme kenne ich doch. Servus, Patrick. Patrick, ja. Wie bringst du die Zeit rum? Wie war das letzte Wochenende? Boah, ich weiß, ob ich es nicht sagen darf, beschissen. Ne? Ja, darfst schon sagen, wir sind in Franken. Ja. Ich sage dir ganz ehrlich, ich war noch nie so froh, wenn am Montag in die Arbeit zu gehen. Ganz ja, ehrlich. Ja, ich bin halt auch wieder... Patrick, den Erstag. Ja? Du gehst doch jetzt ins Sportstudio zum Trainieren, haben die auch zu. Die haben leider auch zu, ja. Da hast du hoffentlich, da haben wir ein paar Handeln bereitgelegt, oder? Ja, mein Bier im Kühlschrank halt. Den habe ich auch im Kühlschrank, den Handeln. Wenn du jetzt einmal ein paar Monate lang trainiert hast, dann musst du mit dem Knotzen über die Namensrechte verhandeln, ne? Wenn du noch ein rechter Knotzen bist. Na, da schauen wir mal, ob es so weit kommt. Hast du heute auch wieder arbeiten dürfen? Ich habe heute auch wieder arbeiten dürfen, ja. Ich bin da ganz froh drüber, weil daheim ist echt die Decken auf den Kopf fallen und ja. Das ist nicht so schön, wenn du allein bist auch noch. Ja. Ja. Also ich wäre auch froh, wenn ich arbeiten könnte. Das glaube ich. Ja. Ja. Jetzt haben wir zwar heute einen Brief bekommen, dass wir in Kurzarbeit gehen werden. Ja. Oh na. Finanzielle Einbußen ein bisschen bei mir, aber gut, was willst du machen? Ja, Hauptsache man hat nur Arbeit, ne? Ja, das stimmt. Aber Glückwunsch, Patrick, du bist der Erste, wo er durchkommt. Also du hast es mit dem Telefonieren auf jeden Fall drauf, ne? Ja, das war jetzt aber Zufall gewesen, weil derjenige hat es nicht geschafft zuvor. Und jetzt probierst du es einmal und schau, bin ich durchgekommen. Ja, klasse. Ja, da haben wir wieder Schwierigkeiten gehabt. Hast du klasse gemacht. Dir geht's gut, Patrick? Ja, alles ganz soweit gut. Ich sehe meine Kleine momentan nicht so oft, aber ja. Es ist schön, jemanden dran zu haben, den man persönlich erkennt, den man vor dem Stadion trifft. Also, das werde ich jetzt leider Gottes auch zeitlang ausfallen. Patrick, eine Frage, ist das bei dir auch so? Weil ich behaupte, wenn ich mir jetzt nur dreimal die Hände wasche, dann kann ich meine Gartenmöbel so abschmirgeln. Ist das bei dir auch so schlimm? Ja, ja, meine Haut ist total trocken. Also, die schaut aus wie Bier, Schleifpapierhand. Ja, ne? Ja. Ich habe das Problem, dass es beim D&M keine Kernseifen mehr gibt. Okay. Ja, die Kernseife ist aber echt besser als wie die Flüssigseife, bin ich jetzt der Meinung. Wahrscheinlich mit zu den Desinfektionsmitteln und ist komplett vergriffen dauernd. Also es ist wirklich schlimm. Bei uns haben sie jetzt im Laden das Klopapier wenigstens einmal rationiert. auf eine Packung pro Person, gell? Also da ist aber auch Zeit geworden. Ich weiß nicht, was die. Patrick, was du, warum die Leute Klopapier kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, vielleicht bei uns ist es am Ende Essen, ich weiß es nicht. Mit ich habe gelesen. Ich habe gelesen, die Franzosen kaufen Rotwein und Pariser, also Kondome, um das ordentlich auszudrücken. Jawohl. Ja, und unsere kaufen Klopapier und Nudeln, also Deutschland halt, ne? Ja, jeder hat seine Besonderheiten im Land, ne? Man kann es wirklich nicht begreifen, nicht verstehen, was abgeht. Problematisch wird es meiner Meinung nach werden, wenn man wirklich einmal über diese, was haben wir jetzt, eine dreiwöchige Ausgangsbeschränkung, oder? Zwei Wochen. 14 Tage. Zwei Wochen. Erst einmal. Und wenn das jetzt darüber hinausgeht, weil jeder sendet ja, jeder wünscht sich ja das Ende dieser zweiwöchigen Ausgangsbeschränkung herbei. Und wenn dann jetzt, sagen wir mal, nach 12, 13 Tagen dann plötzlich heißt, naja, müssen wir leider nochmal 14 Tage dranhängen. Alter, die Leute drehen doch am Rad. Da muss die zum Rad. Drum kaufen die ganzen Holländer das Haschisch. Ich fahre da wegen runter. Ja gut, okay. Wer einen Grasvorrat entsprechend da hat, der tut sich möglicherweise ein wenig leichter, weil der fliegt durch die Tage. Ne? Ja. Patrick, wir haben jetzt den nächsten Anruf in der Leitung. Ja, freilich. Wir sagen mal danke, dass du angerufen hast. Und halt die Ohren steif, doi, doi, doi. Und schau, dass du nicht so langweilig wird daheim. Servus Patrick, pass auf dich auf. Ja, alles Gute. Bleib gesund. Alles Gute, mein Bub. Schön aufpassen. Ja, Servus. Abstand halten, aufpassen. Ja, da hast du schon. Und kann nicht so schweren Gewichte heben. Kurzarbeit. Das ist ein Spargel. Thema. Das ist ein totaler Spargel dazu an der Patrick. Uiuiui, Telefon klingelt schon wieder. CF TV-Studio, wen haben wir bitte in der Leitung? Rührt sich was? Servus. Ich höre. Dong, dong, dong. Hat's gemacht. Das ist unser Echo. Hallo, haben wir jemanden in der Leitung? Servus, hier ist der Dave und der Knotzen. Ich meine, das war's. Du hast Servus, ist der Josef da? Ja, Alex, Josef! Die zwei Freunde. Ich war ja du Fahrtingo, gell? Der Josef. Ja, das haben wir schon mitgekriegt, dass du der Josef bist. Ich habe versucht, deinen Dialekt nachzumachen, aber du hast mich nicht verstanden. Ja, genau, ich darf das bald.
Josef, was machst du als Rentner die ganze Zeit daheim jetzt? Ja, ich bin der Rentner, weißt du? Immer Logo von Hoge. Ich habe nicht die Corona, ich habe momentan ein Kreuz. Ein Kreuz? Tut dich deine Frau dann ein wenig massieren? Also im Rücken? Ja, die massiert immer locker vom Hocker, weißt du? Ja, schön. Wurscht. Einmal hinten und einmal vorne. Ja, gehst du aus zum Holzhacken? Ja, du. In sportlicher Ertüchtigung? Im runter vor der Mutter und aus im Garten zum Holzhacken. Hey Josef, du bist ja auch schon wegen Älterer. Was sagst denn du zu unserem Ministerpräsidenten, zum Söder? Ja, der macht es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also ich bin echt überrascht. Ich meine, ich habe schon immer irgendwas von ihm gehalten, aber dass der so dermaßen die Zügel in die Hände nimmt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn Markus schon immer gemocht. Ich war schon mit ihm Schwimmer im Südbad. Auch nicht schlecht. Da hat er zu mir gesagt, du magst aber gescheite Wellen, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, du müsstest als Politiker doch eigentlich trock wen sein. Josef, wie kommst du so zurecht? Ja, ganz gut. Ich habe in Dave schon mal geschrieben, was wo das herkommt, von Chines alles. Ja, ja, ist alles angekommen, Telefonnummer. Ja, von Wuhan. Josef, kannst du im Hintergrund ein wenig leiser machen? Wir haben nicht der Echo drauf. Ja, gut, ich mache ein wenig leiser, gell? Mal die Fußballübertragung im Hintergrund abschalten. Ja, genau. Schalte ab. Schön wäre es, wenn der Hintergrund Fußball. Ja. Also, ich habe mich heute mitgekriegt, die will jetzt den Modus einführen, was von der EM. Und wenn das eingeführt wird, dann steigt der Club ab, glaube ich. Ich habe kein Wort verstanden. Josef, du musst mit uns ein wenig Fränkischer reden. Also, den Modus habe ich vor von der EM. Ja. Dass es in der ersten und in der zweiten, verstehst du mich, ja? Ja, verstehst du, ja. In der ersten und in der zweiten Liga einführen wollte. Und wenn das wirklich so kommen täte, dann steigt der Club ab, damals. Ja, sagen wir es so, uns fehlen, was heißt zwei Wochen Training fehlen uns. Ich bin gespannt, ob überhaupt noch weitergespielt wird. Ob überhaupt, das ist das Besondere. Aber wenn es weitergeht, so ungefähr auf die Richtung, morgen kommt der DFL nochmal zusammen, weißt du? Ja. Also, heute kam die Meldung rein über den Kicker, dass Spanien die Fußballspiele auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Und England... Dass er total abgesagt wird. Kann sein. Und England will, wir haben es geschrieben, in einer Turbosaison das Jahr zu Ende bringen. Ja, jeden Tag ein Fußballspiel. Ja. Jeden Tag ein Fußballspiel, weil du was da los ist. Nein, Mann. Du, die Eishockey-Männer, auch alle, was weiß ich, doch spielen oder Tennis spielen und so. Es ist eine schwierige Zeit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist nur noch Geisterspiele. Nicht, dass morgen mit Stadion nichts mehr, da ist vorbei. Nee, da geht keiner mehr ins Stadion. Kann nicht mehr rechnen. Da geht keiner mehr ins Stadion. Nichts mehr. Da geht's mir wieder vorbei, weil ich gesagt habe, da muss ich bald sterben, wenn ich zum Club nicht mehr kann. Ja, das wird ein wenig dauern, bis wir uns beim Club wieder treffen können, ne? Wird Sommer werden. Das kann sein, Das kann sein, Dave. Ja. Alles klar. Wir haben den nächsten Anruf in der Leitung. Josef, ich hoffe, wir sehen uns dann im Sommer, ne? Alter, gut, alles klar. Ciao. Danke für den Anruf. Wir bleiben in Verbindung, Josef. Servus. Ist schwer zu verstehen. Er ist sehr schwer zu verstehen. Hoffentlich verstehen wir den nächsten nicht. TFTV, hallo, der Dave und der Knotzen hier. Wen haben wir bitte in der Leitung? Ja, servus, Dave und Knotzen, servus. Servus. Wer bist du? Der André. Bitte? Der André ist da. Der André, jetzt. Wir haben einfach wieder die gleichen drin. Du musst Hauptsache, ruft da oben, ich kann dir nicht machen. Seid ihr noch gesund? Ja. Ja, du auch? Ja, ich auch, ja. Ja, normalerweise bin ich immer der Erste, wo hier schreit bei sowas, aber Gott sei Dank, das mache ich nicht. Gott sei Dank nicht, nein. Wenn wir nicht gesund wären, dann hockert man nicht da. Das stimmt. Nein, das ist klar, ja. Ja, ja, bei uns im Städtle gibt es auch schon 3 oder 4 Fälle, wo infiziert sind, ja. Ja, bei uns draußen auch. Das macht schon nachdenklich, ja. Ne, wenn du da dann unterwegs bist. Ja, das macht schon nachdenklich jetzt langsam, ja. Ja. Ja, aber wie gesagt... Aber ich muss sagen, unser Ministerpräsident, der Söder, der macht da einiges jetzt, was da
politisch vorgeht, ja. Es ist ja Wahnsinn, es ist meiner Meinung nach der Einzige, der wo... Der Einzige, ja. Der muss sich was traut und dann, darf ich ja nicht politisch werden, aber dann hörst du, dass die SPD und die Grünen schon wieder dagegen machen. Da. Ja, das ist doch klar. Herr Sabiaka, gestern hat doch die Kanzlerin in der Pressekonferenz am Stabler gestritten oder was deswegen. Ja. Aber merkst du was, wir brauchen jetzt im Moment gar keine Elektroautos mehr kaufen oder vegan essen oder du, oh, Friday for Future und so. Jetzt sind wir durch, jetzt haben wir ein bisschen Corona. Da brauchen wir geil anfangen, ja. Verschiedene lästige Themen sind einfach verschwunden, dadurch, dass wir nur noch ein Thema haben im Moment, ja, nämlich Corona. Ich weiß nicht, André. Nur ein Thema, du schaltest den Fernseher überall die Nachrichten, nur noch Coronavirus. Egal, richtig. Ja. Ich finde es so interessant, dass die Landwirte jetzt Probleme haben, ihre ausländischen Fachkräfte zum Spargelstechen zum Beispiel. Ja, das Spargel, ist Wahnsinn. Spargel kommt ja früher durch den milden Winter, habe ich gehört, halt, und jetzt müssen natürlich Leute zum Spargelstechen. Oder der ganze Handel, Tomaten, Paprika kommt ja aus den ganzen anderen Ländern, das Zeug, was wir zukaufen für die Discounter. Ja, da siehst du erst einmal, wie angewiesen wir sind. Ja, jetzt haben wir doch aber in Deutschland. Oder verwöhnt. Jetzt haben wir doch in Deutschland aber Kurzarbeiter und auch solche, die schon länger arbeitslos sind. Warum kann man diese Leute nicht dafür hernehmen? Da müssen jetzt, wie ich heute gehört habe, aus Rumänien wieder Leute ins Land geholt werden zum Spargel stecken. Ja. Wir wissen ja nicht, was die wieder alles mitbringen. Das ist das Gleiche, ja. Das ist mit der Saisonarbeit, Es ist ein verdammt kompliziertes Thema. Bist du noch in Vollbeschäftigung im Moment? Ja, ein bisschen noch, ja. Aber wir haben jetzt auch 2 Tage zu die Woche dann, ja. Okay. Und dann schauen wir mal weiter, ja. Das kriegst du irgendwie jeden Tag neue Meldungen. Weil unsere Firma hat da Lieferengpass, weil wir kriegen ja gewisse Lieferungen aus Italien und wo auch immer her, ja. Ja, das sieht sich wie ein Rattenschwanz, sagt man, ne? Ne, der gesamte Mittelstand wird bösartig unter der ganzen Affäre leiden. Ja, die leiden jetzt. Na, wird da einige Mittelständler GMO insolvent anmelden müssen wahrscheinlich. Das wird auch so ein Problem, ne? Denk mal dran, wie viele Leute haben sich in den letzten Jahren, und ich will gar nicht wissen, auf Biegen und Brechen ein Eigenheim zugelegt. Wenn die Leute jetzt in Kurzarbeit müssen. Ja. Fertig, ja. Gott. Ja. Na, also Herr Knöpfen, du warst dasselbe, du hast ja auch Eigenheim, ne? Ja. Ne. Ich hab's Gott sei Dank, ich bin ja Gott sei Dank das, schon wegen älter, ich hab's schon wegen länger. Na, also Gmotzen, bei mir schaut's schon wegen besser aus, aber ich kann das schon mitfühlen. Der Gmotzen baut jetzt auf behindertengerecht um und dann zieh ich an, dann werde ich recht da eine Miete. Genau, das siehst du auch, genau. André, wir bedanken uns für den Anruf, wir haben den nächsten in der Leitung. Ja. Alles Gute, vielen Dank. Schön, dass du angerufen hast. Bleib gesund, ja. Okay, ja, bleib gesund. Alles Gute für dich. Tschüss, servus. Ja, da. Man glaubt gar nicht, was da alles noch dran hängt. Der nächste muss schon da haben. Wir haben den nötigen Einblick. CFDF Hausstudio, hallo, wen haben wir in der Leitung bitte? Dave von der Gmotzen hier. Grüß Sie was? Servus. Servus. Ah, wir haben einen. Servus, wer bist denn du? Der Sebastian. Sebastian, grüß dich Gott. Servus. Erzähl, wie geht's mit der ganzen... Oh ja, uns geht's gut. Uns geht's gut. Noch? Wir sind noch topfit. Wie geht's dir? Ja. Und wie kommst du mit der ganzen Situation jetzt zurecht? Mit den ganzen Neuerungen? Naja, das ist schon krass mit dem Virus. Ah ja, ne? Also was mir aufgefallen ist, ich habe ja noch nie so viel Fernsehen geschaut wie in letzter Zeit, aber... Warum läuft denn den ganzen Tag auf RTL Blaulicht? Was ist denn das? Habe ich schon mal nicht gesehen. Der Sender, den schaue ich sowieso nicht. Aber das ist auch nicht sowas. Es ist schwierig, durch den Tag zu kommen, wenn du es nicht vor die Tür kannst. Ja, du kannst ja praktisch nur raus, zum Einkaufen zu gehen oder in die Apotheke oder zum Arzt. Ja. Ich würde das auch verfolgt haben, wie die Baumärkte noch offen waren. Die haben es dann gestürmt. Ich habe heute Abend schon darauf gewartet, dass ich eventuell auf dem Weg hierher dann vielleicht von der Polizei aufgehalten war, fragen, wo bist du nie? Nee. Sag mal so, ich bin jetzt auch 2 Wochen daheim gezwungenermaßen. Ich arbeite auch im Supermarkt. Passt bei dir noch alles in der Arbeit? Ja. Also nur nichts, gar Kurzarbeit, gar nichts. Doch, leider schon. Wir auch? 2 Wochen so, ich komme aus einem Markt in der Oberpfalz. Oh, da kenne ich mich aus. Weil ich in der Region wohne seit einiger Zeit. Die Oberpfälzer rufen gerne bei uns. Ich bin Grenzgänger.
Ja, bist du in der Oberpfalz oder in Nürnberg? Ich hab dich im Facebook. Wie bitte? Sebastian. Ich hab den Dave in Facebook. Ja, prima, Sebastian. Dann schreibst du mich morgen mal kurz an, dann weiß ich wenigstens, wie es ausschaust und wer du überhaupt bist, weil bei mittlerweile mein Nickname ist Sebi. Bitte? Mein Nickname ist Sebi. Der Nickname ist Sebi. Ah, ja, ja, okay. Das Bescheid hast. Na, dann meldest du dich morgen einfach einmal über Facebook bei mir. Ich tue auf jeden Fall wieder irgendwas posten. Ja, und ich hoffe, der Club spielt, ich hoffe, das geht bald wieder weiter im Fußball, weißt du? Ich denke alle schon wie so Stier in der Scheune und Schande die Hofe. Aber das wird noch dauern. Es ist leider schade, dass an Fußball im Moment überhaupt noch nicht zu denken ist. Obwohl man von verschiedenen Vereinen, ich habe heute gehört, dass der FC Augsburg mittlerweile die Quarantäne wohl aufgehoben ist und die in kleinen Gruppen wieder auf dem Rasen trainieren. Habe ich heute im Radio gehört. Oh, okay. Ja. Ja. Aber ich meine, die Vereine müssen ja auch versuchen, dass das irgendwie wieder vorangeht. Die brauchen ja Geld. Die ganzen Vereine, und da ist unser Club ja einer derer mit dazugehört, die jetzt wirtschaftlich nicht so stark, so gut gestellt sind. Ja, wie soll das weitergehen? Ich meine, bei uns hat der Herr Rosso gesagt, bis Ende Juni, glaube ich, bis Ende Juni, können wir das Ganze noch einigermaßen so deichseln, einigermaßen halten, und danach geht es an die Existenz. Und das ist ja nicht bloß beim Club, es gibt genügend Vereine, ja, auch Amateurvereine draußen, die dann eben einfach Probleme kriegen, weil sie keinerlei Einnahmen mehr haben, weil sie auch nicht mehr trainieren können. Ja, also ich glaube, das zieht noch einen riesengroßen Rattenschwanz hinter sich her, von dem wir im Moment noch gar keine Ahnung haben. Jetzt stellt euch einmal vor, es kommt. Das komplette Kontaktverbot noch. Wir sind ja noch also in der Endstufe, ne? Ich weiß nicht, wie das gehen oder funktionieren soll. Also nimm jetzt einmal mich zum Beispiel. Ja. Ja, ich sitze im Rollstuhl, ich bin 90% schwerbehindert. Wenn ich gar keinen Kontakt mehr haben soll, ich meine, ich brauche eine Person, die sich ein bisschen um mich kümmert, die mir ab und zu hilft in meinem Tagesablauf. Ich habe ja jemanden, der mir da hilft. Aber was ist, wenn die dann sagen, ja, Kontaktverbot, die Person, die kann nicht mehr zu dir kommen. Ja. Also das wäre ja das Allerschlimmste, was mir passieren könnte. Und da gibt es mit Sicherheit... Sehr krass, es geht jetzt nicht um mich, da gibt es mit Sicherheit Hunderte und Tausende andere draußen, die in schlimmerer Situation sind wie ich. Weil ich kann mir ja noch einigermaßen helfen, ich komme schon zurecht. Ne? Du, also, wie ist denn das eigentlich, meinst du wirklich, dass die trainieren dürfen, wenn du ja keine Gruppen und so, weißt du schon? Ja, ich habe ja in dem Sinne keine Familie, bei der ich im Haushalt lebe. Oder Familie. Nein, ich meine jetzt der Augsburger zum Beispiel. Ja, ich habe das heute nur im Radio gehört, dass die Quarantäne da wohl aufgehoben ist oder langsam. Ja gut, vielleicht gehen ja die Einzelnen in den Kraftraum oder so. Dass die dann auf dem Platz in kleinen Gruppen trainieren können, damit halt Ahnung, wie man das vorstellen kann. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass die Vereine natürlich kämpfen, dass da wieder was geht. Da muss ja wieder was rühren, der Rubel muss rollen, der Ball muss rollen. Ja, aber das ist wie, jetzt haben wir den dritten oder vierten Anrufer? Ja, vierten glaube ich. Alle gehen schon Kurzarbeit. Ja, und das. Selbstverständlich. Bist du nur dran? Ja, Fanny. Ja, du weißt schon. Es ist schon Wahnsinn. Also, überleg dir das einmal. Sebastian, misch dich ruhig wieder ein bisschen ein. So einfach mal so in die Goschen halten. Das passt schon. Ist bei dir, bei euch in der Familie, oder sind alle gesund? Wenn man so fragen darf? Ja, alle gesund. Ja. Prima. Also bei uns hat es einmal in der entfernten Verwandtschaft einen Verdacht gegeben, aber der war Gott sei Dank negativ. Also. Dass sich viele Leute gern testen lassen würden, aber nicht wissen, wie. Ja, gibt es überhaupt Tests? Kann ich zum Doktor gehen und kann mich testen lassen? Ich glaube schon, dass du ein Fieber brauchst. Ich bin ganz kein Doktor, große Frage. Aber es dauert auch zwar doch, ne? Also ich habe heute Rezepte gebraucht, da ist meine Freundin zum Arzt gegangen, die musste dann auch warten, weil bloß eine bestimmte Anzahl an Leuten da rein durfte. Beziehungsweise da kommt dann eine von den Sprechstunden hinten raus mit Mundschutz und Gummihandschuhen und hat ihr dann die Rezepte gebracht. Ähnlich hat sich dann in der Apotheke verhalten. Da muss man dann auch warten, bis man eben rein darf. Arbeitet ihr... Das stimmt, das habe ich heute auch erlebt mit Apotheken. Da muss man sich die Hände reinigen und so für euch. Ja, weil ich habe es auch gesehen, Einzelgänger ist nahe und die Schlange steht draußen. Ne? Wie ist denn bei dir in der Arbeit? Aber bist du allein so oder in einer Gruppe? In der Gruppe. Seid ihr da auch schon ein wenig auseinander getrennt oder was sagt der Chef? Getrennt. Getrennt, ja, ist bei mir auch so. Ja, ich darf jetzt auch bloß mit
zwei Kollegen zusammenarbeiten, mit denen wir schon die ganze Woche waren. Das ich stelle alles mir das ist unheimlich getrennt. Schwierig vor, von Leuten, die ja. in einer Firma gearbeitet haben, wo einer am anderen seinen Arbeitsplatz hier relativ nahe ist oder dem vielleicht irgendwelche Materialien ab und zu übergeben muss, damit der sie weiterbearbeitet. Ja, die mussten auf dem Wägerle hinschieben oder. Ja. Es ist eine verdammt schwierige Sache. Also gut, dann sagen wir mal danke für deinen Anruf. Dann warten wir auf den nächsten. Jo, sorry. Ja. Halt die Ohren steif. Und nächsten Mal wahrscheinlich Telefon knotzen. So. Jawohl. Ade, ja, Ade, halt die Wacke und bleib gesund. Ade. Jo, servus. 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 Also das ist echt, jeder Anrufer dann Kurzarbeit. Ja, naja, es ist allgemein im Moment. Ich sage, je mehr man über die Situation diskutiert, und auch mit anderen Leuten spricht oder mir zwar uns nur unterhalten, weil du gehst ja noch arbeiten, du hast eine ja. Familie, ich ja. lebe ja völlig alleine, ich brauche nicht mehr arbeiten gehen, ich bin Rentner. Bei mir verhält sich die Situation ja völlig anders. Ich lebe allein in meiner Bude und wenn ich vor die Bude hinausgehe, das ist ein Haus mit betreutem Wohnen, da siehst du auf den ganzen Fluren auch niemanden. Ich würde sagen, da wird bei dir auch keine Party abgehen, ne? Garantiert nicht. Ja, ich war gestern früh, um das Video zu machen, erst einmal gegenüber auf der anderen Straßenseite. Da ist so also ein schöner Weißdornbusch, der blüht schon so wunderbar. Da wollte ich eigentlich das Video machen. Das heißt, wir haben das auch dort drüben gemacht. Aber durch den Wind, der ging, und der war nicht nur kalt, sondern der hat danach als vom Geräusch her unheimlich gestört. Dann haben wir es nochmal machen müssen. Das hat ja auch zogen weh. Echt. TFTV-Studio, Dave von der Knotzen hier. Hallo, wen haben wir in der Leitung? Hallo? Hallo! Hoi, servus, wer ist am Telefon? Hier ist der Steffen. Der Steffen, habe die Ehre. Ja, habe die Ehre. Grüße aus Rheinland-Pfalz. Aus Rheinland-Pfalz, servus. Wir sind bei euch jetzt. Ihr habt bloß ein Kontaktverbot bis zwei Personen, oder? Ja, es geht. Also wir haben nur Ausgangsbeschränkungen, aber kein Verbot. Okay. Ja, Ausgangsbeschränkung haben wir ja. Ja, aber. Also wir haben keine Ausgangssperre wie in Bayern. Also wir haben, was unsere Ministerpräsidentin gesagt hat, ist, wir sollten uns ein bisschen beschränken, was die sozialen Kontakte betrifft. Genau, ihr dürft bloß zu zweit raus, ne? Kannst du ein bisschen leiser reden, wenn man das so sagen darf? Unser Ton schimpft gerade ein wenig. Nein, schimpft nicht, sag bloß ein wenig leiser reden. Wie schaut dein Arbeitstag so aus oder allgemein dein Tag? Also ich bin momentan von der Arbeit bin ich freigestellt. Freigestellt? Freigestellt. Ja, also wir sind momentan auf Notbetrieb und wir haben auch nicht so viele Aufträge. Und von daher müssen manche ein bisschen kürzer treten und jeder kann sich frei aussuchen, ob er sich freistellen lässt oder arbeiten will. Also ja, von der Arbeit freigestellt und das Geld läuft weiter oder was? Genau. Geld also kriegst du noch normales Geld? Genau. Okay, ja, das passt. Gut, dann ist gut. Ja, es ist Wahnsinn. Jeder Anrufer. Das ist natürlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel sind. Das nächste Problem, wenn der Chef dann die Gehälter nicht mehr zahlen kann, gibt es zwar diese Angebote von diesen Krediten, von diesen Soforthilfen, aber inwieweit ist bei einem Betrieb mit 15, 20 Mitarbeitern dann. Ja, da kannst du schon existieren. Das aus, aber ich stell mir ist eine schwierige Ausgangssituation, wo wir haben mit dem Coronavirus. Wie bitte? Jetzt habe ich nicht verstanden. Ja. Es ist eine schwierige Lage momentan mit dem Coronavirus generell, also wirtschaftlich, aber auch gesundheitlich. Aber da wird's ja was mir viel mehr Sorgen macht, ist momentan, dass viele Vereine wirtschaftlich einen Crash erleiden werden und kaputt gehen werden. Das trifft vor allem viele kleine Vereine. Ja. Also davon gehe ich auch aus, dass das jetzt gerade erst einmal der Anfang ist, dass da nur mächtig was auf uns zukommt. Aber ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Kannst du dein PC ein wenig leiser machen, oder was jetzt im Hintergrund ist? Geht das? Da hab ich habe schon eine laute Stimme, aber bei dir erschreckt man ja richtig. Ja, wie nett ist aber. Das ist gute Reaktion. Hey, mal, wie kommst du eigentlich drauf, uns O zu rufen aus Rheinland-Pfalz? Ich finde es ja geil. Ja, du? Ich ganz einfach. Ich bin Schalke-Fan, aber gemeinschaftlicher Club war es ja letzten Jahres. Cool. Respekt. Ja. Wir werden immer bekannter. Also ich war, seid ihr auch schon. Ich war auch schon mal bei einem Schalke-Spiel gegen Hamburg, also reines Schalke-Spiel gegen Hamburg im Stadion. Also ist ja beeindruckend, wenn ihr losschreit, was da abgeht in eurer Arena. Echt Respekt, muss ich mal sagen.
Aber der Club ist mittlerweile auch für mich ein Herzensclub. Die Schalke haben mal ein schönes Video gemacht mit dem, da wo der Axel dabei war. Ja, mit die hier, ne? Ja, auf Abstand gehen. Hast du das Video gesehen? Von die Schalke? Welches? Da wurde so alle, also fast die Fäuste so abklatschen und dann, ich weiß gar nicht. Es waren bestimmt 30, 40, 50 Leute, die da nebeneinander gestanden haben, sind und gemacht, gezeigt die haben, Abstand halten. Halt Abstand, ja. Ja, ich habe den Axel erkannt, den Axel Obernesser, unseren Zeichner. Ja. Und dann habe ich den in Burgi habe ich gesehen. Ne, und noch einige andere, also das war eine gute Aktion, fand ich. Im Schalker Stadion war ich einmal bislang. Im Neuer. Okay. Club, naja, in der Felddienstarena, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert, aber wir kennen ja drüber Waffen. Ich habe für das Schalke-Spiel damals gegen HSV fast meine Ehe riskiert. Und zwar waren wir im Urlaub, holländische Grenze, ja. Ne? Ja, und dann sagt meine Frau, was machen wir so halt? Und dann schaue ich so in Kiel und sehe, dass Schalke an den doch gegen Hamburg spielt und es waren bloß 90 Kilometer. Dann bin ich halt einmal auf Schalke gefahren, ne? Ja, halt, das war Urlaub, ne? Da hat es geraucht in der Hin. Da hat es geraucht, ja. Ja, Frauen sind für sowas ja total verständnisvoll. Naja. Ja, toll. Ja, wirklich. Das Geld in Nürnberg ist ja der Akzent, das Fränkische, das schöne Fränkische. Nee, es wird einmal Zeit, dass man wieder Derby spielen, ne? Aber. Ja, gegen die Förder. Ja, gegen die Förder, das wollen wir jetzt das gewinnen, das wäre im April jetzt gewinnen, glaube ich. Wäre auch zeitnah jetzt hätte ja, stattgefunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Derby habe ich jedes Mal Angst. Ja, also wenn das dann so ausgeht wie das letzte Mal, wo wir Infer 3-1 gewonnen haben durch ein Tor in der Schlussminute noch vom Hanno, weil da war es 2-1 für uns gestanden und hat es gewaltig so ausgeschaut, als der Ausgleich bald fallen. Da hat der Bredlos die Leistung seines Lebens gezeigt damals. Das war das Spiel, wo diese Nummer 1 in Frankenschalz rausgekommen sind. Ja, auf das müssen wir zeitlang verzichten. Wir können ja bloß noch drüber unterhalten. Oder wie ich am Wochenende, ich habe mir das Pokalspiel von 2007 angeschaut. Ja, du? Und auch die Übertragung dann vom Hauptmarkt, da war ich ja selber gestanden und habe gelitten, weil da, warte mal, die Sonne runterbrennt und dann hat es wieder geschüttet wie eine Sau. Also das waren Wechselbäder, nicht nur der Gefühle, also der Gefühle eigentlich nicht mehr, weil da haben wir ja schon gewonnen gehabt, das Spiel war am Vortag, wir haben nur aufs Auftauchen von der Mannschaft gewartet. Das habe ich nicht geschafft. Und das hat sich lang genug gezogen, weil die sind ja mit ihrem Autokasser vom Flughafen nicht durchgekommen, hat ewig gedauert. Alles klar, dann sage ich dir, halt mal die Ohren steif in Rheinland-Pfalz. Ja. Drück uns weiterhin die Daumen und die Schalke auch, das machen wir auch. Ich will dir was sagen, für das auflegt. Bleib gesund, gell? Jawohl, gesund bleiben. Moment, also Moment. Abstand halten und gesund bleiben. Ja, okay. Ja. Servus. Servus, Püri. Servus. Sag mal, nur schön das Thema, Dave. Nalle, da Volksfestplatz vorbeigefahren, ne? Wo? Am Volksfestplatz, aha, wo das Frankendorf seine Dinge schon hingestellt, das Riesenrad hat schon aufgebaut und dann hat schon geheißen, kannst du alles vergessen, ne? Hat das alles abgebaut. Die haben die LKWs vorgefahren mit den ganzen Gerätschaften angefangen und dann ist das gekommen, jetzt können das alles wieder abbauen und wieder einpacken. Ich habe schon mit meinen Kollegen ausgemacht gehabt, dass wir auf Volksfest gehen, wie geht's ja, machen wir einen Abend immer. Das ist Wahnsinn. So wie es im Moment ausschaut, muss ich ja froh sein, wenn das Volksfest dann stattfindet. Ich meine, da haben wir ja eine Zeit lang hin. Ne? Wann ist das immer? Ende August, Anfang September? Ja, so muss man, wenn die Schule immer wieder hochgeht. Ja. Aber bis dahin hoffen wir ja, dass das alles wieder im Gleis ist und dann zumindest die neue Saison, dass da wieder gespielt werden kann, dass da wieder nochmal gespielt wird. Boah, ich habe im Freundeskreis, ich habe Musiker, die verdienen ihr, also Nebenerwerb Musik und Musiklehrer, ne? Die, ich sag's dir, die blosen auch zur Zeit. Ist ja kein Festler, nix. Ah, die Kirchweihen werden heuer komplett. Ich bin begeisterter Kirchweihgänger. Man muss sich ja sehen lassen, ne? Bleiben würde ich denn in der Zeit. Ich war letzte Woche im Montag, war ich noch im Bahnhof Dutzendeich zum Essen. Da waren zwar auch in dem Riesenlokal waren einmal gerade vielleicht 5, 7 Leute da zum Essen, aber die Bedienung, die ist mit uns Schwimmer gegangen. Schwimmer kann ich auch nicht mehr gehen, die Bäder sind auch zu. Das war auch letzte Woche im Montag, ist das letzte Kino? Mal. Kino? Nee, ist ja wegen so meins. Kino auch nicht, ja. Klar, da hockst du ja auch so dicht aufeinander. Es geht eigentlich so gut wie nichts mehr. Das öffentliche Leben ist kaltgestellt. Ja. Und die Leute hocken alle bloß daheim in der Wohnung und vor dem Fernseher wahrscheinlich und debattieren und werden von Tag zu Tag wahrscheinlich ein bisschen stinkerter und ein bisschen depressiver.
Und ich denke, wenn das über diese 14 Tage hinausgeht oder über 3-4 Wochen einmal hinausgeht, dann wird das auch richtig kritisch. Die Leute kriegen einen Lagerkoller. Ja, die prügeln sich dann anschließend im Supermarkt ums Klopapier oder um die Nudeln oder was weiß ich, um einen Pressack oder so. Überleg bloß einmal, du hast deine Kinder daheim. Ich meine, sie wissen, sie haben keine Ferien, ne? Ja, ja. Und ich sehe es ja bei uns, die kriegen Arbeitsblätter mit. Mach das einmal einem 8-6-Jährigen klar, dass der jeden Tag, was weiß ich, 2-3 Stunden daheim. Da war immer spät, ja, ne? Ja, ja. Lern einmal, das, da gibt es auch Kriege zwischen den Eltern und den Kindern. Naja, man kriegt es ja nur von den Enkeln mit, wie das da im Moment ein wenig so abläuft. Ja, ich hab da so ein Base-Video, lustiges Video gesehen vom Lehrerverband. Da geht es ein wenig, jetzt merken Sie mal selber, wie Ihre Kinder in der Schule sind. Ja. Weil sie doch viele Eltern immer beschweren, dass die Lehrer nichts taugen. Ja, ja. Ich fand die ganz witzig. Also, das sage ich immer, unseren Humor darf man nicht verlieren. Egal, wie schlimm das wird. Das ist das Wichtigste, aber um deinen Humor zum Ausdruck zu bringen, brauchst du also entweder gegenüber, also eine Person, mit der du deinen Humor ausleben kannst, weil ich komme ja nicht daheim in den Spiegel anlachen und mir selber Witzlied erzählen. Ja, das ist doch so. Ich renne schon oft hoch ins Bad und schaue der Bad noch, passt und bastel ein wenig und machst ein wenig, dann werden die Platten wieder frisch rasiert, dann werden die Hände wieder gewaschen, dann wird sie wieder eingecremt. Ja, also sind ja Dinge, die ich jetzt wesentlich häufiger mache, als wie ich vorher gemacht habe. Ja. Was mir so, da hab ich nicht mehr gedacht, ne? Der Friseur war doch offen. Und ich hab's immer seitlich sehr, sehr kurz. Ich gehe auch alle 14 Tage, spätestens 3 Wochen. Jetzt glaube ich, war ich schon 5 Wochen nicht beim Friseur. Ne, und dann hat's geheißen, der Söder macht Freitag die Ansprache. Zack, Friseur jetzt auch. Ich war, glaube ich, am Dienstag, Mittwoch das letzte Mal. Ich hab den Friseur ja unten im Haus. Ja, das unten drin, ja. Und das ist ein Araber, also ein Palästinenser. Und wir schimpfen immer schön miteinander, wir streiten immer miteinander und schreien uns ein wenig an. Ist eine ganz lustige Aktion, ist eigentlich ein lustiger Vogel, auch wenn er halt eine völlig andere Mentalität natürlich ist. Aber der schneidet mir regelmäßig mein Bart. Er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt zumachen muss, wer kümmert sich um dein Bart? Ja. Er sagt, Alter, ich werde so ausschauen. Das ist nur aktuelles Thema, Mensch, aber ich gehe mal hin. Hier ist das CF-Studio, Dave von der Gnotzen. Hallo. Wen haben wir denn dran, bitte? Jetzt höre ich nichts. Der Christian. Der Christian. Hi. Hi, servus Christian, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Dir geht's ganz gut, du klingst ein wenig verzögert. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Naja, bin zurzeit zu Hause. Wo ist dein Zuhause? Wo ist dein Zuhause? Im Landkreis Würzburg. Ah, Würzburg. Ja. Ich bin auch zurzeit zu Hause, die Firma ist dicht. Würzburg ist Unterfranken, gell? Das ist unglaublich. Jeder Anrufer ist das Gleiche. Ich hätte es nicht gedacht. Jeder Anrufer. Auch Kurzarbeit, oder? Er ist zu Hause, die Firma ist dicht. Ich bin jetzt bis zum 19. April zu Hause erstmal. Kurzarbeit oder Stunden? Ja, danach ist erstmal auf Kurzarbeit. Ja. Oh Mann. Ja, scheiße eben. Okay. Oh Mann. Ja, das ist immer mit. Wie alt bist du, Christian? Wie alt bist du denn? Ich? 33. 33, ja, du hast ja relativ jung und habe ich da schon richtig geraten. Ist natürlich bitter, wenn man dann nicht mehr in die Arbeit kann oder nur noch weniger arbeiten kann, weil irgendwann geht ja alles Geld aus oder wird knapp. Und die Kosten laufen ja weiter, ne? Ja, das ist eben so. Und wenn man in so einem Spülbereich noch ist und in so einem Catering, das ist eben so ein Scheiß. Oh ja. Also, das ist wirklich blöd. Jetzt gerade mit der Gastronomie. Also bei uns, ich habe jetzt ein paar Gasthäuser mitgekriegt, die machen zumindest, schreiben halt, du kannst mir nachher Essen abholen, aber das deckt natürlich bei weitem nicht das, was ein normaler Wirtsbetrieb ist. Und Catering, gerade der Bereich, es sind keine Feiern, keine Messen, gar nichts. Ne? Wofür willst du Catering machen? Ne? Ich nehme mal an, dass die schon bekannten Drive-Ins, wie zum Beispiel Burger King und McDonald's wahrscheinlich oder KFC noch am meisten genutzt werden, weil bei den normalen Gasthäusern ist man es ja eigentlich nicht gewohnt. Man geht rein und hockt sich hier und stellt was zum Essen. Ne? Christian, haben Sie bei euch was gesagt, wie es dann auftragsmäßig weitergeht? Hat die Firma irgendwelche Vorstellungen? Oh, ich weiß jetzt noch gar nichts, wie es bei uns weitergeht. Da hängst du also voll in der Luft, ne? Ne, wir sind ja in so einer Firma drin und geben ja in der Betrieb nur das Essen aus immer. Ah, okay, verstehe. Ja, es war ja dann, ja.
Was ich mitgekriegt habe, in vielen Kantinen war es ja dann, dass nur noch 5 Leute rein durften, was ich mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob das überall so war. Ja. Keine Ahnung. Ja, wir sind ja nur 5 Leute. Ja, ja. Jetzt überleg dir mal, du hast so Konzerne wie Siemens, da wo 1000 Mann zum Essen gingen. Ja. Das schaffst du ja nicht. Ja. Das ganze Personal ums Essen und die Kantine drumherum, die sind ja hängen in der Luft. Genauso wie die Arbeiter dann eben auch. Was treibst du dann du den ganzen Tag auf so fancy Glotzen? Ich? Naja, Fernsehen schauen und einfach schauen, was in der Welt so passiert. Ey, wenn man sieht, was in Italien da passiert, ey das ist der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Unglaublich, 800 Tote am Tag, ey, das ist unglaublich, ey. Ja, die Ärzte sagen ja wortwörtlich, die Leute sterben weg wie die Fliegen, ne? Das ist bei was. Also ich hoffe, dass bei uns sowas nicht passiert. Also ich hoffe, dass wir nur rechtzeitig die Bremsen eingehaut haben. Also man kann es nur hoffen, ganz ehrlich. Also zu den Todesfällen, es sterben ja jeden Tag Leute, ob wir jetzt Corona haben oder nicht. Ja, die Frage ist, da wird gemeldet, es sind 135 Tode an dem Tag gegeben. Du weißt ja nicht, waren das wirklich 135 nur Corona-Tode? Oder es waren ja überwiegend auch sehr alte Leute, die bislang gestorben sind. Teilweise über 90. Ich habe bei uns da in Würzburg, ich habe das mitbekommen, in diesem Seniorenheim da, mit den 9 Toten da. Ja. Ey, ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, ey. Da macht man sich ja mit den älteren Leuten da sich Gedanken. Natürlich. Ich habe jetzt einen aktuellen Fall bei mir in der Familie. Die Schwiegermutter liegt liegt im Notklinikum, hätte jetzt nur ein paar Tage drin bleiben sollen, wird entlassen, weil die Abteilung jetzt hernehmen und umrüsten für Corona. Weil die Plätze für Corona-Betten brauchen. Das ist Wahnsinn, es trifft jeden irgendwo, ne? Weil mein Opa ist ja auch ein Seniorenheim. Ja, da machst du auch Gedanken, oder? Ja, logisch. Ja. Bis wenn dann reinkommt, dann ist, ja, geht's einmal rund. Es trifft im Moment alle Bevölkerungsschichten, es trifft eigentlich jedermann, weil diese Ausgangssperre, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese Ausgangsbeschränkung, die gilt ja für uns alle. Ja, da kann man davor ausnehmen, egal ob alt oder jung, kann er dürfen mehr hinaus es ist ja oder nur alleine. Es ist ja auch, das ist eine Folge der ganzen Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem. Was war nur vom halben Jahr? Wie viele Krankenhäuser hätten schließen sollen oder haben geschlossen? Das weiß ich gar nicht. Naja. Jetzt werden Atemmasken gekauft ohne Ende, aber es ist kein Personal da, kein geschultes. Müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß schon, ja. Da wird es wieder politisch. Ich könnte da auch einiges dazu anfügen. Ich habe gestern gehört, wie viel Geld allein von unserem Gesundheitswesen in die Türkei und in verschiedene andere Länder geht, wo einer vielleicht einmal in Deutschland ein bisschen gearbeitet hat und die restliche Familie ist mitversichert und das zahlen alles wir. Ja, aber da werden wir zu sehr politisch, das geht uns nichts an, da können wir nicht einmischen, weil wir auch den Durchblick einfach nicht jetzt haben. Jetzt haben wir den nächsten Anrufer. Christian, wir wünschen dir alles Gute, auf dass du so schnell möglich wieder arbeiten kannst. Pass auf dich auf, Christian, lass das gut gehen. Wir drücken dir die Daumen. Ich wünsche euch auch alles Gute und dass ihr gesund bleibt. Und danke, du auch. Naja. Alles Servus. Klar, danke schön, tschüss. Wünsche dir was, ade. Ja. Servus. Es gibt's nicht. Ganz ehrlich, Dave, ich bin geschockt. Ja, bei ihm hörst du an der Stimme schon, dass er irgendwie ein bisschen depressiv klingt. Ne? CF-Studio, Dave von der Gmotzen hier, hallo. Servus. Hi. Dauert immer ein wenig. Ja, hallo, der Dave von der Gmotzen sind dran. Servus, da ist der Hans aus Bamberg. Servus, Hans. Aus Bamberg. Servus. Ja. Oh, hörst du ein wenig fröhlich an? Oder? Ja. Ich bin Rentner. Ah, du bist Rentner. Ja, ich erbe oder bei zwei Firmen. Erbest du? Freilich, ja. Ja, freilich. Na, bei meiner Frau. Früh bei der Firma Testo. Aha. Und nachmittags bei der Firma Hoscho. Und jetzt machst du für die Frau erben? Ja, die Frau ist auf Erbe, die erben bei die Bosch. Ich bin Rentner mittlerweile. Ach so. Okay. Dir geht's mal gut. Das war jetzt ein bisschen ein Scherz, was ich gesagt habe. Ja, passt schon mal aus, euch. Den Humor darf man nicht verlieren. Sowieso schon so traurig die ganze Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Sendung verfolgt hast. Du bist jetzt der erste Anrufer. Gut, du bist ein Rentner. Aber alle anderen Anrufer
haben entweder schon keine Arbeit mehr, sind in Kurzarbeit oder freigestellt. Ja, leider Gottes. Unglaublich. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele sind. Bei meiner Frau in Bamberg, bei der Post, da sind ja 8000 Beschäftigte, ne? Ja. Da geht auch ab Mittwoch Kurzarbeit an. Also ich habe einen Bekannten, der ist bei der MAN, die sind seit heute so, für 2 Wochen. Kurzarbeit. Ja, ja, aber nur trauriger ist, dass kein Fußball ist, ne? Ja, das fehlt. Ich sag auch, das fehlt die Leute. Das ist trotzdem was, da freust du dich die ganze Woche drauf, ne? Freilich. Und wir, das ist ja ein Thema, was... in der Carbonebahn, ne? Da sind die Münchner Bauern sind auch mit in der Wirtschaft drin, ne? Da gibt es natürlich ein wenig immer Stänkerei, das passt immer ganz gut, ne? Wegen Ablenkung. Ja, aber das fällt halt jetzt, ne? Ja, sicher, sicher. Jetzt gibt es die Schlägerei beim Aldi ums Klopapier. Ja, deswegen haben wir uns noch nie geschlagen, wenn ich am Fußball spiele, ne? Nein. Aber das, wenn es siehst, Nudeln, Klopapier, Hygieneregel sind ausverkauft. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist leider und warum? So. Und wenn du fragst, kann er, egal wen du fragst, ich kaufe kein Klopapier. Ich frage mich bloß, wer das hat. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, wir haben 2 Päckler Klopapier da und das haben wir das ganze Jahr über. Ja, das wollte ich gerade sagen, das habe ich auch das ganze Jahr da haben. Ich habe letzte Woche mehr brauche ich nicht. Aber Hans, wenn es von dem Virus gescheite Scheißerei kriegst, dann geht es ja eisig, dass die Leute das Klopapier kaufen, ne? Ja, ja. Dem ist ja nicht so. Na, ich weiß nicht, vielleicht haben welche einen Elefanten da haben. Ja, das war's nicht, ne? Du, ich war am Samstag beim Bäcker, war von mir eine Frau, so 55, 60 Jahre alt. Ich schwör's dir, die hat für 51 Euro eingekauft. Ich hab's dann gefragt, ob sie einen Besuch kriegt. Aber es ist ja Ausgangsbeschränkung. Es ist, die Leute haben's dann immer noch. Ja, die hat einen großen Kühlschrank da haben. Ich kenne den Filialleiter von Lidl bei uns in Bamberg, ne? Ja. Und der hat gesagt, da war eine alte Frau, die hat 40 Päckler Nudeln gehabt. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Die kann das ganze Jahr Nudeln futtern. Ja. Ich habe ein paar Videos im Internet gesehen, zum Beispiel es waren Krankenschwestern, die halt nach der Schicht auf Einkaufen gehen wollten und haben nichts gekriegt, ne? Oder auch die normalen Arbeiter. Ja, keine Ahnung, Machst du um 5 Uhr Feierabend, kriegst nichts mehr. Ja, ja. Na, aber der Filialleiter hat jetzt dran gesagt, die haben die Erlaubnis gekriegt, die Leute nur noch sagen, du kriegst auch Bäckler ohne mehr. Das ist aber auch richtig, das stimmt, das machen jetzt mehrere. Und das ist absolut richtig. So kann es auch gemacht, ja. Ja. Ist bei euch auch schon so Plexiglas an der Kasse jetzt und so? Wie in Nürnberg? Nein, noch nicht. In Nürnberg machen sie jetzt schon alle Kassen Plexiglas hin? Wie wenn es am Bankschalter gegangen bist. Ja, ungefähr. Ja. Du Hans, ich wollte. Du warst doch bei uns in Bamberg, ne? Ja. Ist doch ein Bierstadt. Ja, freilich. Ey, du wirst lachen, bei uns drum beim Supermarkt, da gibt es fast kein Bier mehr. Ja, freilich, ne? Wenn die ganzen Bamberger besoffen. Na, wenn die Wirtschaften so haben, ne? Ja, freilich. Du, ja. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? Ich muss morgen auf die Bank, ne? Und ich gehe dann immer mit Maske, soll ich die auf der Bank dann abnehmen? Oder auflassen? normalerweise. Du kriegst das Geld, ohne dass du unterschreiben musst. Ja, wahrscheinlich. Hey, normalerweise haben wir Vermummungsverbot, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, Spaß muss sein, euch. Ja, mir seid auch auf geil. Es gibt mehr Leute mit Masken mittlerweile. Ja, ich finde das. Ja, aber ich finde, es ist ein wenig übertrieben mit den Masken. Ja, ja. Ja, die Männer sehen schon auch gut aus damit. Ja, vor allem nicht. Du siehst da, ich habe ein paar Leute gesehen, die haben die Masken dann, was ist, hat das Internet auch, dann haben sie es da unten dran. Vielleicht ist das jetzt Mode. Ja, weil es nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich alles nass. Feucht wird, nass wird und dann wird es unangenehm und dann ziehen sie es runter vermutlich. Also was ich interessant... Wir Frauen sind heute auf Bamberg einmal reingelaufen, ne? Ja. Da war ja fast nichts los, aber 20 Männer, wo du in der Stadt gesehen hast. Und dann sind wir halt neu, weil sie sich einen Komm gekauft hat. Da ist eine Frau reingekommen, hört gut zu. Ein Mundschutz, ein Motorradhelm auf mit Visier. Du sicher, ne? Ich habe schon sagen wollen, ich hätte meinen besten Astronautenanzug anziehen und Astronautennahrung. Manche sind echt ganz dicht, oder? Nachdem du sagst, in Bamberg ist das ein riesen Bierverbrauch, da wundert mich das eigentlich nicht. Da werden wir bloß noch abgestürzt hier rumrennen.
Na. Das soll aber gut sein. Also Alkohol trinken tötet auch den Virus ab, habe ich gehört. Genau. Drum, ich hab mein Seidler Bier da stehen von Fessler. Das ist die Wirtschaft, die Brauerei. Das mache ich halt auch mal Seidler Bier trinken. Ich fühle mich fit. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist wirklich wichtig. Aufpassen, nicht unterkriegen lassen. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist schon traurig zur Zeit. Ne? Ja, das sage ich dir ganz ehrlich, Hans, das hat mich gerade echt mitgenommen, dass jeder Anrufer quasi im Moment keine Arbeit hat. Kurzarbeit. Wahnsinn. Und ich war 40 Jahre lang Fernfahrer, ne? Das sind jetzt die, die uns am Leben halten. Das sind die, die uns am Leben halten, aber die, wo am meisten auch geblödelt werden. Ja. Und die stimmt. In 40 Kilometer lange Staus stehen momentan. Ja, und wo bleibst du, wo schläfst du, das kriegst du dann zu hören. Und was ist da für ein Preiskampf gewesen, ne? Denn da kann man jetzt gar nicht genug Geld zahlen. Ja. So ist es. Und auch unsere Landwirtschaft, dass wir arming was haben noch. Ich sage immer, die Leute sollen mal überlegen, welche Berufe das jetzt wichtig sind. Ja. Ich frag mich immer noch, ist es wichtig, dass ich im Winter ein Kiwi aus Neuseeland für 30 Cent brauche? Ja, ganz ehrlich. Brauche ich nicht. Und ich hoffe, dass wenn jetzt dieses Corona vorbei ist, dass die Leute sich mehr darauf besinnen, wieder regional einzukaufen. Genau, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich war bei einer Brauerei aufgewachsen. Ja. Ich weiß, was heißt Erbern. Ich bin eigentlich vor Beruf Bierbrauer. Ich weiß, was ein Bier von Frau Erbern möchte. Aber die meisten Leute sagen ja, ich kriege meine Milch von Aldi. Ja, das ist aber jetzt Geschmack, ne? Ja, aber genauso wie mancher sagen, mein Brot, das habe ich vom Bäcker, aber dass der Bauer schon vorher Schweine erbert hat, das wissen sie meistens nicht. Ja, ist richtig. Also, darf ich Schleichwerbung machen eigentlich? Ja, wie ist das? Das mache ich mal probieren. Das finde ich gut bei der Rewe, da hast du jetzt immer so einen regionalen Stand mit drin. Und das wird immer gläser. Das finde ich toll. Ja, ich bin nur der Meinung, also ich persönlich glaube nicht, dass sich die Leute durch diese Krise jetzt großartig ändern werden. Ich befürchte das eher, wenn das Ganze wirklich jetzt angenommen in 4-5 Wochen vorbei sein sollte. Ich glaube eher, dass die noch mehr in einen Kaufrausch verfallen und alles das, was jetzt darauf verzichten haben müssen, im Übermaß nachholen werden. Also das ist für mich persönlich auch eine große Befürchtung. Bei mir wird es nicht so sein, ich lebe jetzt mein Leben einigermaßen normal weiter. Natürlich mit diesen Ausgangsbeschränkungen eben. Und ich werde dann auch wieder normal weiterleben. Das Einzige, was endlich ändern muss, ist, dass ich wieder zu meinem Club fahren kann. Dass ich wieder zum Training komme. Dann kommt man unter Leute, dann kann man sich unterhalten und man kann diskutieren. Und das geht mir im Moment am allermeisten. Aber ich denke, dass es vielen so ähnlich geht. Ja, mir fällt der Club, mir fällt am Samstag das Fußball. Wirklich. Das gehört einfach dazu. Ne? Das war jetzt unser Leben lang, Wochenende. Hallo. Die Frau und ich, wir sind deruviert mit dem Club, wir leben im Club. Ja. Naja, wir sind ja alle Klubberer und die Anrufer sind größtenteils immer auch Klubberer oder Schalker und von daher natürlich fällt uns alle der Fußball. Ja. Natürlich ist im Moment Corona das ganz große Thema im Vordergrund, aber wegen Corona fällt uns ja der Fußball. Ne? Genau. Das ist ja das Schlimme. Drum, ich kann die Jungen nicht verstehen, die keine Einsicht haben und hücken sie da mit Gruppen zusammen vor 6-7 Monaten. Unglaublich, ne? Unglaublich. Ey, das kommt in Nachrichten auf und runter, die haben alle Handys und da geradeaus fleißen, ne? Naja. Jetzt haben sie es ja Gott sei Dank alle eingebremst, sage ich mal, die Masten. Hey, ich hoffe, dass einmal ein wenig. Jetzt geht die Polizei dazwischen, wenn sowas ist, aber. Du kannst ja zum Beispiel nicht verhindern, dass die sich da abends zu 5-6 treffen und trotzdem Party machen. Das war's nicht, ne? Ja, kriegst einfach nicht völlig unter Kontrolle. Oder heute, wie ich unterwegs war, dann stehen das auch teilweise vor Metzger so eng zusammen, die Leute in Gruppen irgendwo am Aufsetzplatz da drunten. Ja. Da stehen sie vor der Mohrenapotheke, müssen warten, weil nicht alle reingelassen worden sind. Aber die Wartenden draußen, das waren bestimmt 10 Leute, die waren mehr oder weniger Schulter an Schulter dort gestanden. Richtig. Ja, also das hilft ja dann auch nichts. Ich muss schon sagen, in Bamberg, die waren eigentlich ziemlich zivilisiert. Ja, ich denke, dass es in der Stadt, also in so einer Großstadt nur wegen anders ist, dass das nur wegen dauert. Ja, die sind alle da und trinken Bier, hast du ja gerade gesagt. Super. Ja. Hans, wir kommen jetzt langsam zum Ende von unserer Sendung. Wir sagen mal danke für deinen Anruf, der war sehr ermutigend und freundlich. Und bleibt mal gesund, ne? Du auch. Grüß deine Frau von uns. Bleibt gesund, trink weiter Bier, alles ist gut.
Ne? Genau, servus. Servus, Ade. Ade, alles wird gut. Adela, ja, so, ciao. Trotzdem bloß wann. Jetzt den du gerne mal sagen, jetzt erstmal danke an alle, die jetzt angerufen haben und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so große Worte sage. Also alle, ich danke mal alle, die in der Krise zusammenhalten und dafür sorgen, dass im Moment nichts zusammenbricht. Das muss man jetzt echt einmal so sagen. So ernst ist es leider. Jeder draußen, der noch seiner Arbeit nachgehen kann, unterstützt hier alles, das am Laufen gehalten wird. Das brauchen wir jetzt langsam nicht mehr sagen. Die Kassiererinnen und jeder halt, der im Moment nur arbeitet. Wir sind all den Leuten dankbar, die tagtäglich noch für uns da sind. Die Supermarktverkäuferinnen und die an der Kasse sitzen, ich denke mal, die haben teilweise einen sehr schweren Tag nach sich, also jeden Tag eigentlich, weil es kommt ja nicht bloß freundliche Kundschaft. Genau. Und wenn es Regal leer ist, liegt es nicht an die Verkäuferinnen. Ganz genau. Es liegt an die Kunden. Ich möchte vielleicht nur sagen, dass sowohl ich als auch mit Sicherheit der Knotzen, wir sind über Facebook vertreten, uns könnt ihr gerne anschreiben, wenn irgendwas sein sollte. Und wenn es bloß ist, um ein kleines Pläuschchen zu halten, wir bleiben für euch da. Inwieweit es mit unserer Sendung weitergehen wird, das können wir im Moment leider noch nicht absehen, das wissen wir noch nicht. Da könnt ihr euch ja eventuell auch dazu äußern, ob es euch gefallen hat und ob ihr wollt, dass wir weitermachen. Wir werden es auf jeden Fall über Facebook bekannt geben, wenn wir wieder eine Sendung machen. Und Fußball wird es in der nächsten Zeit nicht gehen. Vielmehr um Zusammenhalt, um Ablenkung, miteinander reden, richtig, dass man zusammenkommt. Ne? Ja, vielleicht können wir uns ab und zu ein Witzel erzählen. Das ist eine große Machen wir es nächstes Mal wieder wegen lustiger wird. Ja. Vor, können wir uns verarschen. Leute, wir sagen danke. Schaltet wieder ein das nächste Mal. Danke für alle, die angerufen haben. Dave. Vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen da draußen, der anruft, der uns zuschaut, der vielleicht Kommentare abgibt. Ich werde mich auch auf YouTube zu den Kommentaren verschiedentlich wieder äußern, wie ich das eigentlich immer mache. Und ansonsten sind wir über Facebook ansprechbar. Also ich bin jetzt weder über Instagram noch über irgendeinen anderen Kram zu erreichen. Ich bin über Facebook zu erreichen, das war's. Ja, das ganze andere Geschmarre mache ich nicht mehr mit, da bin ich zu alt dafür. Aber ich bin für euch da und ich versuche auch weiterhin jeden Tag ein bisschen was zu posten, damit es ein bisschen lustiger bleibt in unserer schweren Zeit, die wir momentan durchgehen. Ja. Einer für alle. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf, haltet Abstand und haltet euch so weit wie möglich eben an diese Ausgangsbeschränkung, die uns leider Gottes allen auferlegt worden ist. Ade miteinander. Ade, vielen Dank. Servus. Servus.